Zombie Apocalypse. Liebe Freunde, herzlich willkommen zusammen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal vom LS17 mit der Feuerwehrmod. So, wie fange ich jetzt am besten an, euch das jetzt einfach mal so ein bisschen zu erklären? Ihr seht es ja schon am Titel und auch schon so vielleicht, naja, so ganz wenig auch am Titelbild, am Thumbnail, dass ich heute mal etwas anderes machen möchte als sonst im LS17 mit der wunderbaren Feuerwehrmod, mit den Blaulichtfahrzeugen hier auf Talbach. Ich habe mal heute eine sehr wichtige Frage an euch. Mal eine Frage, die ich so bisher noch nie gestellt habe in einem meiner zahlreichen Videos. Ich möchte nämlich mit euch zusammen etwas auf die Beine stellen, was vielleicht auch sehr viel Sinn macht, wo man dann auch sagen kann, ja, das ist auf jeden Fall cool, das kann man auf jeden Fall so machen und ich würde gerne mitmachen. So, die Rede ist davon, dass ich mir ein eigenes Modding-Team auf die Beine stellen möchte. Ich überlege schon lange, zig Wochen hin und her, wie man das am besten machen könnte. Es war in den meisten Fällen immer so, dass ich Leute angeschrieben habe und ich sie gefragt habe, möchtest du gerne ein Modder werden von meinem YouTube-Kanal? So, daraufhin haben die meisten Leute geantwortet und meinten, ja, pass mal auf, ich habe eine Mod für dich, die kannst du gerne mal vorstellen. So, im Groben oder im Groben und Ganzen ist das eine coole Idee, wirklich. Also ich möchte gerne Modder unterstützen, ihre Arbeit wertschätzen. So, aber da muss doch irgendwie ein bisschen mehr drin sein. Da muss doch irgendwie mehr funktionieren. Man kann da auch irgendwie das so miteinander teilen zum Beispiel. Wisst ihr, was ich jetzt für eine coole Frage an euch habe, liebe Freunde? Was haltet ihr davon, wenn wir einfach mal so ein richtig krasses Modding-Team aufstellen? Sei es für den LS17 oder für den LS19. Ihr fragt euch auch sicherlich, warum ich das im LS17 jetzt aufnehme, dieses Video. Ganz einfach. Ich habe so in den letzten Monaten oder Jahren festgestellt, dass der LS17 bisher mehr supported wird von euch. Es wird auch mehr geschaut auf meinem YouTube-Kanal. Und ich habe auch so ein bisschen mitbekommen, dass die meisten Leute von euch im LS17 modden. Und im LS19 gibt es bisher noch sehr wenige, die das machen. Wiederum im LS19 könnte man das aber auch nochmal erweitern. Also in das Spiel Landwirtschaftsmodder 19 könnte man vielleicht auch ein bisschen modden. Aber jetzt mal wieder zurück im LS17. Ich bin auf der Suche nach euch, nach talentierten Moddern. Ich möchte zusammen mit euch ein Modding-Team auf die Beine stellen und mit diesem Modding-Team möchte ich gerne auch sehr viel Kontakt haben. Ich möchte mit euch quatschen, mit euch reden, mit euch zusammen austauschen über verschiedenste Fahrzeuge, über Einsatzideen, eine Einsatzmap und so weiter. Ich möchte euch finden, ich möchte euch suchen. Vielleicht fühlst du dich ja gerade auch angesprochen als Modder. Vielleicht hast du auch schon so eine Art Modding-Crew oder ein Modding-Team hinter dir, die vielleicht auch mich unterstützen würden. Denn ich möchte gerne ein sehr, sehr großes Modding-Team auf die Beine stellen. Ich weiß, es gibt natürlich dann vielleicht auch wieder Konflikte, das kann ich mir schon mal vorstellen, das habe ich mir auch schon gedacht, dass das auch passieren wird unter diesem Video. Die Kommentare werden auf jeden Fall zwiegespalten sein. Ich bin sehr gespannt, wie das dann wird. Aber auf jeden Fall, wenn du dich angesprochen fühlst, dann melde dich gerne bei mir, entweder unter diesem Video in die Kommentare oder schau am besten mal in der Videobeschreibung, da habe ich dir meine WhatsApp-Nummer mal dagelassen. Da kannst du gerne einmal raufklicken, dann kommst du in die Premium-Crew-Gruppe und dann hast du ja eigentlich auch schon meine Nummer sozusagen und dann kannst du mich persönlich mal anschreiben, wie du diese Idee findest und ob du vielleicht Modder werden möchtest für meinen YouTube-Kanal Premium Paule. Und wie würde das dann später aussehen, wenn ich jetzt, sage ich mal so ganz grob jetzt gesagt, hätte ich jetzt ein Modding-Team, wie würde das jetzt weiterlaufen? Ich habe mir das so vorgestellt, dass wir uns einfach mal zusammensetzen und zum Beispiel Ideen ranholen und Einsatzfahrzeuge selber herstellen bzw. bauen. Zu meiner Person, ich bin kein Modder, ich kann mich in diesem Bereich fast gar nicht aus, also mich kann man jetzt da gar nicht fragen. Ich wäre dann sozusagen Mod-Tester, würde die Mods sozusagen in Anführungsstrichen auf Herz und Nieren testen und die auf meinem YouTube-Kanal hochladen. Man könnte es dann vielleicht auch so machen, dass man im LS17 bzw. sogar auch schon im LS19 eine Einsatzmap gestaltet und man darauf als Community zusammen zockt. Wäre das nicht geil? Das wäre so eine geile Idee.
mit der Premium-Crew zusammen ein Modding-Team gründen, dann auf einer Einsatzmap spielen mit Einsatzfahrzeugen, die von der Premium-Crew gebaut worden sind. Wäre das nicht eine Idee, liebe Freunde? Lasst mir das gerne wissen. Schreibt mir das in die Kommentare. Schreibt mir bei WhatsApp. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, auf eure Meinungen, euer Feedback und so weiter. Ich hoffe, ich trete da jetzt wirklich niemanden zu nah und ihr könnt mir das da gerne in die Kommentare schreiben, falls das als eine Schnapsidee von mir ist. Also wenn ihr jetzt komplett sagt, nee, lasst das mal sein, das wird sowieso nichts, dann könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber wisst ihr was, wir haben schon viel mehr gemeistert auf dem YouTube-Kanal als so eine Kleinigkeit, sage ich mal. Aber wie gesagt, das wäre mir verdammt wichtig, wenn ihr wirklich mal persönlich jetzt mir einfach eine Nachricht unter dem Video oder bei WhatsApp da lasst. Ihr könnt auch gerne auf meinem Teamspeak vorbeikommen oder mir bei Instagram schreiben. Dort heiße ich Premium Paune. Auf dem Teamspeak bin ich zurzeit sehr wenig unterwegs. Also WhatsApp, Kommentare unter diesem Video und Instagram. Schreibt mir gerne dort eine private Nachricht und lasst uns alle zusammenfinden. Wie viele Leute mitmachen können, das weiß ich nicht. Wir müssen erstmal ein paar Leute finden. Ich muss erstmal sehen, wie das ankommt, das Video bei euch. Und dann können wir später weiter entscheiden. Und dann mache ich vielleicht nochmal so ein Video und sage euch mal so eine kleine Info, wie viele Leute sich entschieden haben, mitzumachen. Würde ich mal sagen, das behalten wir uns erstmal so vor. Das machen wir so, liebe Freunde. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei dir fürs Einschalten, für dieses neue kurze Video hier im LS17. Mach's gut, lieber Zuschauer. Lass mir gerne ein Däumchen nach oben da, falls dir diese Idee richtig gut gefällt. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder im nächsten Video. Macht's gut. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.